Die Eisenbahn. Guck mal, die ganzen Eisenbahnbilder. Schade, dass dazu kaum etwas steht. Diese Lokomotive da oben, das mittlere Bild, kommt aus der Maschinenfabrik Esslingen. Auf jeden Fall hat diese Lokomotive aus der Klasse F mit dem Tendertyp 3. Was ist das, Tendertyp 3? Das war die dritte Generation der Lokomotiven mit dem großen Schornstein vorne und einem Behälter für Brennstoff und Wasservorräte. Damals, 1860, hatten die Ingenieure gute Ideen wie die Blockbremse, die zwischen zwei Räder geschoben und dessen untere Verlängerung auf die Schiene gepresst wurde, um zu bremsen. Guck mal, auf einer Eisenbahn steht ja Alpirsbach drauf. Jede Lokomotive wurde auf einen Namen getauft, so wie heute Schiffe und meistens Flugzeuge. Das ist beim ICE heute auch noch so. Seit wann gab es denn in Alpirsbach Züge? Durch das Kinzigtal fuhren seit 1886 Züge für den Güter- und Personentransport. In der Chronik heißt es: In die lieblichen Täler des Schwarzwaldes, wo sonst nur fröhliches Peitschengeknall der Fuhrwerke und trauliche Ton des Posthorns erschallte, ist heute ein anderer Gast eingezogen, des lärmende Dampfrohrs, begleitet vom Jubel der anwohnenden Bevölkerung. Die 39 Kilometer der Strecke liegen in einem Gebiet, das aufgrund der Berge und Täler nur unter sehr schwierigen Bedingungen mit der Eisenbahn zu erschließen war. Musste man für die Langstrecke mit dem Bummelbähnchen in die nächstgrößere Stadt fahren? Hier auf dem Schild vor deinen Augen steht's. Du konntest von hier direkt bis zur Nordsee fahren. Wow, das habe ich ja ganz übersehen. Aber wieso fährt dieser Zug heute nicht mehr? Weil es sich nicht gelohnt hat. Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts war der Schwarzwald ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Doch heute fährt nur noch die SWEG mit ihrem Dieseltriebwagen nach Offenburg oder nach Freudenstadt. Also gibt es keine Langstrecke mehr? Das finde ich schade. Doch, sogar ins Ausland nach Straßburg fährt zweistündig ein Zug, aber man muss leider einmal umsteigen. Jetzt habe ich alles verstanden. Ja, hey, danke. Kein Problem. Lasst uns in den nächsten Raum gehen.